Wir sind zu Gast bei Helene, der Tochter des ersten Deutschen, des ersten Leipziger Fußballprofis, der obendrein ja auch noch der erste Spieler war, der im Ausland sein Geld verdient hat. Ihr Vater, der Camillo Ughi, der wird immer wieder dargestellt als Sohn italienischer Einwanderer. Und das wollen wir heute mal als erstes gleich darstellen. Das war er ja gar nicht. Nein, das möchte ich jetzt mal ausräumen. Es waren keine italienischen Auswanderer. Es sind italienische Vorfahren, das aber die Generation zurück. Mein Großvater, den ich schon gar nicht mehr kennengelernt habe, war Badenser. Und da unten aus diesem Dreieck geht es dann zurück auf die italienische Schweiz. Und ein Onkel von mir, das ist vielleicht interessant, der hat Ahnenforschung betrieben und hat das dann festgestellt, dass das früher Ucci hieß, mit Doppel-G, also wurde Ucci gesprochen, wurde auch anders geschrieben. Und also, aber mein Vater ist als Camillo Ughi in Leipzig geboren. Also ein richtiger Leipziger, deswegen dürfen wir auch sagen, der erste Leipziger, der erste deutsche Profi, der im Ausland gespielt hat. Ja, er bezeichnete sich selber so, dann, als diese Welle kam, dass die Sportler praktisch Profisportler wurden, hat er gesagt, eigentlich war ich da der Erste, denn mich haben sie mit der Versprechung nach Sao Paulo gelockt, dass ich dort eine lukrative Stelle bekomme, um da nebenbei dort den deutschen Fußball zu verbreiten oder bei Germania dort zu spielen. Im Prinzip hat er dort nur Fußball gespielt, aber hat es nur ein paar Monate ausgehalten, hatte solches Heimweh, war der Sprache nicht mächtig, hatte keine Bezugspersonen und da ist er wieder zurückgekommen. Ihre erste Erinnerung an Ihren Vater im Zusammenhang mit Fußball, können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal erlebt haben, dass Ihr Vater mit Fußball zu tun hat? Ja, eigentlich bin ich so groß geworden. Ich als kleines Kind, mein Vater hat also in seinen Erinnerungen gelebt, er hat sie auch niedergeschrieben und sein Schreibtisch war für uns tabu. Und es lagen immer irgendwelche Spielberichte, alte Zeitungsartikel und er hat eine riesen Korrespondenz geführt. Damals hatten wir ja kein Telefon und er hat immer Verbindung gehalten zu alten Sportfreunden. Die hatten auch einen Stammtisch, das ist zum Beispiel, da kann ich mich ganz gut erinnern, im Kaffeebaum, wo die alten Herren sich getroffen haben. Also große Traditionen haben sie gepflegt und da musste ich ihn dann später immer abholen. Dann musste ich immer dorthin, wurde ich immer freudestrahlend, das ist meine Tochter. Und so habe ich die auch alle kennengelernt, ja. Und Pego Bauwens, der damalige vom Fußballverband der Vorsitzende, der war auch mehrfach bei uns zu Hause. Der hatte auch irgendwelche Besuche in Leipzig und dann hat er immer meinen Vater mit besucht. Also ich bin damit groß geworden. Und zum Fußball gegangen bin ich mit meinem Vater schon als Vorschulkind. Ja. Und wenn Sie jetzt sich zurückerinnern, und wir erinnern uns gemeinsam zurück, das war ja eine Zeit, da war ja Fußball, als Ihr Vater angefangen hat, noch nicht so der Sport in Deutschland. Es fing ja gerade dann damals an. Ja, ja. Und Frauenfußball gab es ja damals überhaupt noch nicht. Gab es überhaupt nicht. Vielleicht wäre aus uns eine Birgit Prinz geworden, aus meinen Schwestern und mir, wenn wir damals hätten trainieren können. Aber das gab es ja nicht. Ja. Und jetzt muss man sich in die Situation des Camillo zurückversetzen und sagen, jetzt habe ich drei Töchter und nicht einen Jungen. Ja. Glück für den Jungen vielleicht sogar? Weiß ich nicht. Er war sehr geradlinig und er war auch sehr hart. Also eine schlechte Zensur durfte man nicht bringen und so wäre das sicher auch im Sport gewesen. Seine Maßstäbe waren immer sehr hoch und er war sehr pflichtbewusst. Und das ist uns also erspart geblieben. Aber er hat ja auch spät geheiratet, sodass er also doch ein relativ alter Vater war. Selbst für meine Schwester und für mich sowieso, da war er 57. Ne? Aber seine Gene hat er sicher weitergegeben, sportlich sind wir alle, aber die Fußballgene hat er jetzt in den Urenkeln, die er schon nicht mehr kannte. Die haben beide Fußball gespielt, aber dann hat es wirklich eine Generation übersprungen. Ich weiß es nicht, aber er hätte es sicher gerne gehabt. Mein verstorbener Mann hat Fußball gespielt, das hat er auch verfolgt und der hat sogar mal zwei Testspiele bei Lok gemacht, also damals war es noch Rotation, ja. Und er war Torwart, aber der hat in Markleberg gespielt. Aber Markleberger Fußball hat er auch verfolgt, hat sich auch mal als Trainer oder Betreuer angeboten, aber das ist gar nicht angenommen worden. Ja. Jetzt haben Sie ja gesagt, Ihre Enkelkinder spielen Fußball? Ja, meine Enkelkinder, also zwei Urenkelsöhne von ihm. Der eine hat sogar bei Lok gespielt, hat seine ganze Ausbildung bei Lok gemacht. Er war auf der Sportschule und wurde dann zu Lok delegiert und hat von der E-Jugend an dort gespielt und bis zur A-Jugend. Und er hat es bis in die erste Mannschaft geschafft
Und ist aber des Studiums wegen in Chemnitz, konnte er nicht mehr täglich zum Training kommen, hat dann bei Stötteritz gespielt. Und inzwischen musste er aufhören wegen zweier Kreuzbandrisse. Aber zurückzukommen auf Ihren Vater, auf den Herrn Ugi, er war ja nicht nur deutscher Meister, er war bei Olympia. Und wir haben vorhin gesehen, Sie haben uns Sachen gezeigt, er hat korrespondiert mit den Größen des deutschen Fußballs, Ost wie West. Ja. Und das ist für Sie wahrscheinlich selbstverständlich, für außenstehende Fans, wie wir das ja sind, ist es natürlich sensationell, sowas zu sehen, sowas mal zu hören. Und ist Ihnen das als Kind oder als Jugendliche bewusst gewesen, wer dann der Vater oder was für einen Stellenwert der Vater im Sport hat, im deutschen Sport? Oder haben Sie das einfach gar nicht wahrgenommen und gesagt, das ist mein Vater und ja, der spielt halt Fußball? So war das, ja. Und ich bin auch selten von anderen drauf angesprochen worden, weil es eben auch so gar nicht so bekannt war. Als er Rentner war, durfte er ja auch nach dem Westen fahren. Und hat er viele Einladungen bekommen, war zu vielen Länderspielen. Und da habe ich dann also einen anderen Bezug dazu gehabt. Hat er vielleicht mal erzählt, was für ihn eines der wichtigsten Spiele, also viele Spieler haben ja gesagt, das war das wichtigste Spiel, das. Ja. Hat er das mal erzählt, was für ihn ein wichtiges Spiel war oder was eine wichtige Phase in seiner sportlichen Laufbahn war? Ja, also ich kann mich erinnern, dass er mir erzählt hat oder uns erzählt, dass sie ja zu den Länderspielen sind, ja prinzipiell mit dem Zug gefahren, mussten oft noch die Fahrkarte selbst kaufen. Er hatte ein einziges Paar Fußballschuhe, was er gehütet und gehegt hat. Und es gab dann also ein Fußballtrikot, die wurden vor dem Spiel verteilt und wieder eingesammelt, so ungefähr, also dass auch sowas nicht in unserem Besitz ist. Und also ich weiß, dass er das England-Spiel, das fand er toll, weil England eben damals schon einen Fußballstellenwert hatte und dass er gegen diese Mannschaft in der Nationalmannschaft spielen konnte. Aber sonst kann ich mich so an Einzelheiten nicht erinnern. Er hat erzählt von der Olympiade, das war natürlich für ihn ein ganz großes Erlebnis. Und da hatten wir auch eine Teilnahmemedaille. Eine Medaille haben sie ja nicht gewonnen, die sind ja dann bei Zeiten dann rausgefallen. Aber die ist leider abhanden gekommen. Und ja, aber da hat er viel erzählt, weil das ganze Frühjahr und eine Olympiade mitzuerleben ist ja toll. Dann ist zum Beispiel auch Leipzig ein Fehler unterlaufen und das haben wir auch nie dementiert, das hätte man machen sollen. Schon ihm zuliebe, dann war plötzlich ein Artikel in der Zeitung, der letzte lebende Leipziger Olympionike. Und das war ein Schwimmer, glaube ich. Und da hat mein Vater gesagt, wieso, ich lebe doch auch noch. Aber das hat keiner gewusst. Und Sie hatten ja vorhin erzählt im Vorgespräch 1966, dann gab es ja den Nachfolgeverein, den ersten FC Lok Leipzig. Ja. Und er hat es ja auch mitbekommen, verfolgt. Ja, hat das, ja. Wie Sie sagen, oft dort zu den Spielen. Sehr oft, ja. Und Da gibt es ja die Entwicklung 66 bis 70, da waren auch schon internationale Spieler. Hat es ihn da so ein bisschen gejuckt, dass er da nicht mehr dabei sein konnte, dass er nicht mehr als Spieler das auch nochmal miterleben konnte dann bei Nein. dem Nachfolgevereinen? Ich glaube, das hat ihn nicht gejuckt, weil das auch körperlich ja gar nicht mehr gepackt hätte. Damit hatte er abgeschlossen, aber er wäre gerne noch also in der Betreuerriege oder so weiter gewesen. Also das. Und er hatte ja gute Ideen und er hat ja auch Trainingsmethoden entwickelt und zu Papier gebracht und sowas. Also heute ist das klar, ne, mit dieser Kette und sowas. Das hat er damals schon als Vision gehabt und das hätte er gerne noch mit einer Mannschaft umgesetzt. Aber ihm fehlte eben auch die Trainerlizenz. Der hat zwar einen Sportlehrerausweis, den hatte er, aber eine richtige Trainerlizenz für den Fußball hat er nicht gehabt. Und ja, das sind eben alles Umbruchphasen gewesen. Der Erste Weltkrieg kam dazwischen, dann kam sein Unfall, dann hat er das. Ich glaube, der hätte schon ein bisschen was bewirkt. Er war zum Beispiel ganz entsetzt, als dann diese Trainingssache, dann mein Mann auch erzählt, die hatten dann auch einen besseren Trainer aus einer höherklassigen Liga. Und die haben ja richtig die Fouls geübt, wie man also verdeckte Fouls provozieren kann und sowas. Da war er entsetzt. Da hat er gesagt, das hätte es bei uns überhaupt nie gegeben, weil jetzt hast du gespielt und hast du fair gespielt und sowas. Ja, also da haben wir schon manchmal immer da aneinander geraten, oder mein Mann und er. Ja. Er ist ja, als er zurückkam nach Leipzig, er war ja Profi. Ja. Wissen Sie, wie das damals war, in Leipzig dann beim VfB, wie die Spieler dort entlohnt wurden oder ob es denn überhaupt irgendwelche Zuwendungen gab? Er war nicht Profi, er hat ja auch immer gearbeitet. Und ich meine, als er in Brasilien war. Als er in Brasilien war. Ja, und dann ist er ja zurückgekommen, da hatte er schon das nächste Angebot. Ich glaube, es war Breslau und dann Berlin. Also er ist dann eine ganze Weile
So hat er ein kleines Nomadenleben geführt, hat aber nie fremdes Geld annehmen müssen oder sowas. Er hat schon immer ein bisschen gearbeitet, aber ist nie auf die Beine gekommen. Und ja, also entlohnt vom Club ist er überhaupt nie. Also die haben kein Geld bekommen. Die mussten, ich sage ja, die mussten ihre Fahrten zu den Spielen selber bezahlen. Zu der Zeit war Fußball ja so ein bisschen was Verwegenes, wenn man Fußball gespielt hat. Ja. Zumindest in Deutschland noch. Und wissen Sie Ihre Mutter, wie sie sich an diese Zeit erinnert hat oder was sie aus der Zeit erinnert hat und gesagt hat, ja, der Papa damals, der ja, das also war schon... Ja, also meine Eltern haben sich auf dem Fußballplatz kennengelernt. Ach ja, und zwar in Leipzig? In Leipzig, eine ganz hübsche Anekdote eigentlich. Und zwar, meine Großeltern hatten eine Fleischerei in der Sinildenstraße, also im Leipziger Süden. Und mein Vater hat wohl damals bei Sportfreunde gespielt oder so, also es muss irgendwo in Konnewitz gewesen sein. Und meine Mutter und ihre Schwester, die sind dann immer als junge Mädchen da zum Fußball gegangen. Und er sah ja wirklich italienisch aus, war größer als die meisten anderen Spieler und hatte diese schwarzen Locken, stellte schon was dar. Und haben ihn also angehimmelt, meine Mutter und ihre Zwillingsschwester. Und dann hat sich ergeben, dass sie beide, die kriegten immer von den Eltern belegte Wurstbrote mit, wenn sie irgendwo hingegangen sind, und haben dann in so einer Gartenkantine am Tisch gesessen, haben ihre Brote ausgepackt. Und mein Vater hat am Nebentisch gesessen, hat begehrlich immer darüber geguckt. Und dann hat meine Mutter sich ein Herz gefasst und hat gesagt, möchten Sie mal kosten? Und das war eine Blutwurstschnitte. Und das war der Beginn ihrer Freundschaft und Bekanntschaft. Und dann, ja, also mit Blutwurst hat sie ihn geködert. Und dann hat sie das ganze Leben lang... Sie hat das sehr verfolgt und sie hat ihm immer den Rücken freigehalten. Also sie hat... Also er konnte also schreiben, er hatte zu Hause gar keine Pflichten und sowas, er war ja da am Nähra, ging er arbeiten. Und wenn er kam, dann musste er eine Stunde abruhen, da war absolute Ruhe. Und auch für mich, da durften auch die Freundinnen nicht da rumspringen oder so. Und das war eben so. Und dann hat sie ihn wirklich, also sie hat die Post also frankiert und weggeschafft und sie hat das alles gemanagt und sie hat auch nach seinem Tod eine Verbindung zum Fußballbund gehalten. Das heißt, sie haben immer Weihnachten noch ein Paket geschickt und sie hat auch geschrieben. Also sie war schon dem Fußball sehr verbunden, war aber nie im Vordergrund. Also wie heute die Spielerfrauen, die also ja, dazu gehören, und das war sie nie. Ne? Sie war so die Frau im Hintergrund. Wie wurde bei Ihnen zu Hause Fernsehen wahrgenommen? Also ich sag mal, die erste Weltmeisterschaft nach dem Krieg, als Deutschland in der Schweiz Weltmeister wurde, Radio gehört wahrscheinlich? Radio gehört. Ja. In der Gartenkantine mit vielen Freunden zusammen. Also wir hatten auch zu Hause ein Radio, aber das wurde eben als Erlebnis in der Masse gefeiert. So wie es heute die Events gibt, da war das eben damals der Hörfunk. Ne? Das, ja. Und als dann die DDR-Nationalmannschaft anfing zu spielen, das hat er auch sehr verfolgt, ja, ja. In Leipzig viel, ich weiß nicht, wurde da im Zentralstadion schon gespielt? Im Zentralstadion ist ein Spiel mal gewesen, ja. Da war er auch zu Gast. Da war er auch zu Gast, ja. Wären Sie gerne Fußballerin geworden? Also ich habe mit meinen Cousins, die in meinem Alter sind, und der eine war auch aktiver Fußballer, auch mal bei Lok Leipzig, und wir haben als Kinder viel gepäppelt, wie man so sagt, und ich sagte immer, Mensch, du bist gut, du müsstest auch Fußball spielen, aber das kam ja damals gar nicht ins Leben. Aber gewollt habe ich das nicht unbedingt. Ich habe mehr so die Mädchensportarten gepflegt. Hat das Ihr Papa beobachtet, wenn Sie Fußball gespielt haben? Nee, ich muss sagen, der hat ja ganz wenig Zeit gehabt. Der hat voll gearbeitet und damals mussten die ja mit Straßenbahn und sowas, kam spät von der Arbeit. Wie gesagt, dann hat er ein bisschen abgeruht. Also ich muss sagen, mein Vater... Wir haben erst ein ganz ähnliches Verhältnis gehabt, als er dann wirklich Rentner war mit 76. Dann kamen ja meine Kinder, waren dann klein, und die hat er also betreut ganz, ganz rührend. Er war ein ganz, ganz lieber Opa, aber er ist nie dieser Intensivvater gewesen. Ich bin mit ihm zum Fußball gegangen, aber das war, ja, halb war es Pflicht, halb habe ich es gerne gemacht. Und aber so meine, und die schulische Entwicklung hat er nur verfolgt, indem er die Zeugnisse sah, und wehe, da war mal ein Ausrutscher dabei. Und, aber ansonsten, ich muss sagen, ein richtiges töchterliches Verhältnis ist, aber für mich immer eine große Respektsperson. Ich hoffe, dass wir beim VfB-Nachfolger, beim 1. FC Lok Leipzig, eine
würdige Form finden, um ihren Vater zu ehren und um die Dinge, die wir hier sehen durften oder vielleicht auch fotografieren durften, dort auch ordentlich zu präsentieren. Ich sage danke, dass wir hier sein durften. Ich bedanke mich auch. Es ist sehr nett, dass Sie hier waren und ich muss mich überhaupt beim Land Leipzig muss ich mich bedanken, weil die sehr viele Initiativen haben, die meines Vaters gedenken. Da gibt es ja den Blogruf und die Fan-Initiative und Netzwerk vor allen Dingen, wo ich also auch schon zweimal einen Ehrenanstoß vornehmen durfte im Gedenken an meinen Vater. Und da würde er sich sehr freuen, dass also auch die junge Generation sich auf ihn besinnt oder das nahegebracht wird. Und ja, und ich denke, dass unser Kontakt nicht abreißt und freue mich, dass Sie hier waren. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie demnächst bei einem Spiel mal sehen dürfen. Ja, gerne. Dankeschön. Bitte.